Jo Leute, was geht? Willkommen zu Code Vein. Das erste Mal, da ich das spiele, gibt es gerade umsonst in der PlayStation Plus. Diesen Monat im März bei PlayStation Plus. Moin Steven. Und das sieht ganz stark nach Dark Souls aus. Code Vein ist so ein Souls-like, finish offline. Neu? Ich weiß gar nichts davon. Gar nichts. Ich weiß, dass es so ein Souls-like ist, aber sonst weiß ich gar nichts davon. Ich bin mega gespannt, wurde mir nicht schon oft vorgeschlagen. Wir ziehen uns auf jeden Fall die Story rein. Name erinnern, zuerst Aussehen erinnern. Okay. Weiblich? Safe weiblich. Natürlich mich weiblich. Anime-Look. Anime-Look finde ich cool. Boah, richtig viel zur Auswahl. Wie? Okay. Ich will hier immer nicht zu viel Zeit verbringen, weil das ist natürlich für euch als Zuschauer auch doof. Oh, das ist... Es gibt coole Sachen, die man hier machen kann, muss ich sagen. Steht da unten noch Ausrüstung ansehen? Ach, guck mal, mit Ausrüstung. Ist immer die gleiche Ausrüstung? Nee, ich will ohne Ausrüstung. Kann ich auch... Warte mal. Kameraansicht. Pose. Mimik. Okay. Da mache ich noch Hintergrund. Ich würde... Ah, guck mal, hier raus und reinzoomen. Kann ich mal komplett rauszoomen? Wie weit? So ist am weitesten rausgezoomt. Okay. Also ich würde ungern die ganze Zeit komplett nackt rumlaufen. Haben wir einen, der so ein bisschen was mehr anhat? Das ist cool. Oh Mann, das ist so Qual der Wahl. Kann mich nicht entscheiden. Bin bei sowas ganz schlecht. Gehen wir eben einmal durch. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das ganz cool. Aber... Komm, wir nehmen das. Ja, Abfahrt. Erweiterte Einstellung, Aussehen, Laden, bestätigen, Abfahrt. Namen. Ja, weiß ich doch. Kenne ich doch den Namen. Ich erinnere mich. Okay. Charaktererstellung ist schon mal cool. Hoffen wir aber, dass das Gameplay auch cool ist. Okay. We finally meet. Are you clear-headed? You will now be reborn as an immortal creature, a revenant. Wiedergänger. There are things you will need to know in your new life. So listen well. Each revenant has a different power coursing through their veins. Ist der Ton okay? The best way to learn about it is to try it yourself. Okay, unten links ist Leben und Energy. Wiedergänge besitzen besondere Kräfte namens Blutcodes. Die Werte der Wiedergänge variieren je nach ihrem spezifischen Blutcode. Um diese Werte zu überprüfen, wählst du einen aktuell ausgerüsteten Blutcode im Menübildschirm aus. Alter, seht ihr? Das seht ihr gerade nicht, ne? Guckt mal. Bisschen überwältigend, aber okay. Das war L2, mache ich irgendwas. L1 ist blocken oder so. Das, oh, guck mal hier. Viereck ist Angriff. Dreieck ist auch Angriff. Und Kreis ist hier so Dingsbums. Ausweichen. Oh, Start. Inventar, Multiplayer, Medaillen. Feldmenü öffnen. Ich habe doch Options gedrückt. Okay. Nennt sich Kämpfer und ist verborgen für den Kampf. Okay, Talente gibt's. Wieso nur vorübergehend? Okay, ich gehe hier. Ne, hier gehe ich nicht drauf. Ah, guck mal, das guck mal, wird sogar gehighlightet. Wieso? Passe ich nicht einfach auf. Ah, okay, da hier sind so.
Was haben wir denn hier? Talentwürfeln oder abklingen. Was haben wir denn hier? Baumlicht, Talenttyp aktiv, Fähigkeiten aktiv. Okay, wir machen einfach mal das. Probier es doch mal aus. R2 halten. Ah, guck mal. Man kann. Okay, ich verstehe. Ich mache mich mal ganz kurz für die Szene mal auf die andere Seite. Also, ich habe immer die Übersicht. Also da die Übersicht. Und erst wenn ich R2 mache, dann kann ich das überhaupt aktivieren. Das obere mit den mit X, Viereck, Kreis und Dreieck und mit den Steuerkreuzdingern. Wenn ich jetzt hier Kreis mache, genau, dann habe ich jetzt diesen Angriffsboost. Und da steht jetzt 11 von 16. Das kostet also anscheinend 5. Okay, verstanden. Moin Jojo. Okay, jetzt habe ich wieder 16. Okay, E-Core und Talent werden zurückgesetzt. Waffen wechseln. Wow. Nee, ich mag schnelle Waffen. Die will ich nicht. Weg damit. Ich will wieder die. Ist das ein Gegner? Gegner in Sicht anvisieren. R3 ist klar. Schwacher Angriff, starker Angriff, ausweichen. L1 ist blocken. Okay, meine Energie war gerade leer. Man kann auch den Angriff aufladen. Oh. Okay, easy. Bin ein Profi. Oh, siehst du ja da? Ein Blutcode. Die Musik ist echt cool, ne? Mach ihn selber mal ein bisschen lauter. Wo mache ich da meine Kamera hin? Auf jeden Fall erstmal ein bisschen kleiner. Und vielleicht hier so hin. Guck mal. Bestes geeignet, um mit Talenten Unterstützung und Verteidigungsbonus zu gewähren. Du hast einen neuen Blutcode erhalten. Okay, gucken wir mal. Ach, guck mal, da gibt's auch noch. Das ist so ein allgemeines Ding wahrscheinlich. Bestens geeignet, um mit Talenten Unterstützung und Verteidigungsbonus zu gewähren. Okay, da sehe ich dann die Auswirkungen auch. Minus 152 LP, 25 Ausdauer. Ausdauer schon mal gut. Beweglichkeit geht auch schnell, gefällt mir. Was? Du hast nicht länger die erforderlichen... Was stand da? Ranger. Ja, Leichtwaffen finde ich gut. Hallo Nobu. Also Ico ist wahrscheinlich diese 16 von 16, oder? Okay. Oh ja, was? Oh, das ist hier ein neuer Gegner. Halten, Entzug. Okay, muss ich näher ran. R1 plus X Combo-Entzug. Hinter der einen Gegner Angriff von hinten. Trink aus. Oh, ups. Okay, ich kann nochmal angreifen. Ich dachte irgendwie eher, das wäre so eine Schusswaffe. Ist es auch, oder? Ah ja, da ist der Schuss. Kostet einen Schuss ein E-Core, ja. Ich probiere ein bisschen aus, die Attacken, aber gut. Ranger ist cool. Klingt nach mir. Zauberwirker.
Okay, aus Ferne. Das ist immer gut. Sehe ich mich. Muss sich ändern? Das meinten die wahrscheinlich, ne? Das konnte ich aber auch als Ranger schon. Längere Runde hat weniger Stärke. Mal sehen, wo so einer das verwendet. Aha, okay, jetzt checkt ihr das selber. Mistel. Okay, hier kann ich die Zauberwirker. Kann erlernt werden. Wieso kann ich das erlernen? Weil ich 560 habe. Beherrschung. Ich mache jetzt einfach mal das, was das Tutorial mir sagt, aber so richtig durchblicken tue ich noch nicht. Feuriges Gebrüll. So, und jetzt kann ich das... Jetzt kann ich bestimmt auch mir ins Dings packen. Ja. Da. Kostet bis 6. Also das, so machen die also Magie und so. Dieses Ico ist wahrscheinlich dann wie normal Magie FP bei Souls. Ist halt gewöhnungsbedürftig, dass man... Oder hat man? Ja, man hat keine... also ich sitze schon wieder drüber, ey, das ist ja schrecklich. Hier steht da 24 von 30, aber... Und man hat ja normalerweise für Magiepunkte auch sowas wie eine Leiste. Und hier hat man halt die ganz genauen Punkte. Lass uns mal ein. Oh ja, da sehe ich mich. Bumm. Also ich finde diesen Übungsmodus am Anfang nicht so gut, muss ich sagen. Ich finde das cooler wie bei Souls. Du wirst einfach in die Welt geschmissen und mach mal. Aber das ist natürlich subjektiv, ne? Ich finde aber den Artstyle recht cool. Dieses Anime finde ich cool. Es war was anderes, erfrischend. Als immer dieses Realistische und sowas. Okay, jetzt wird wahrscheinlich die Story losgehen. Let's go. Oh, oh, oh. Let's go. Welcome back. Soll ich den Untertitel ausmachen? Stört er? Hello. How are you feeling? Oha. Sehr sexualisierend hier. Könnte ich das theoretisch überspringen? Nee, ich will es nicht ausprobieren. Wieder sehen, was abgeht. Wieso ist mein Face so im Arsch? Over there. Okay. Jetzt geht's los. Also gerade konnte ich mich aber noch schneller bewegen. Ich bin ja ein Zombie. It's dry, isn't it?
Alter, dass die nicht vorne überkippt. JRPG halt, ne, Leute? Just a bit farther. We're all right. Ich weiß nicht, ob das im Loading Screen zur Story gehört hat, aber da stand halt was von einem Parasit in einer Leiche und Kontrolle übernehmen und so. Weiß nicht, ob ich das ob ich jetzt so einen Parasiten habe oder so. Moin, Skobbel. It seems everyone everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst. One that weeps tears of blood. Wie ist der Ton, Leute? Ist okay, ne? That's what they said. Übrigens Games für PS4, nicht für PS5. Von 2019. Ich wusste gar nicht, dass es schon so alt ist. Okay, was geht jetzt ab? Vielleicht habe ich doch den Parasiten. Also wenn die mich gebissen hat, dann hat die voll daneben gebissen. Oh Gott, ich hoffe, das artet mit der Story nicht so aus wie bei Xenoblade. Da hatte ich in jeder Folge eine halbe Stunde Cutscenes. Ich hoffe, das ist die einzige Cutscene. Ansonsten, ich mache unten auf jeden Fall in der Timeline Timestamps rein. Da könnt ihr dann zum Gameplay auch schon vorspringen, Leute. Hier. This is for you. Jetzt geht's ab. It's time for a bit of fun. Hä, wir haben uns einfach fangen lassen. Wir haben nicht gefightet. Kann ich mich bewegen? Oh, ich kann mich bewegen. Ups. Hallo? Let her sleep. Let her sleep. Na gut. Ich kann auf jeden Fall wieder schnell laufen. Oh, ich habe eine Maske. Wieso habe ich eine Maske? Ist hier alles irgendwie... Oha. Geh mal hoch. Miasma's pretty thick. Miasma, das gibt's doch mit Diablo. We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right, I'm on my way. All dried up, just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... Ah!
You know what these are, right? Mir war nicht so bewusst, dass es so ein krass Story-Game ist. Aber es geht da auch nicht Multiplayer, ne? Es ist nur Singleplayer. Ich will dich suchen, für Blutbeeds in den Tunnels vorhin hier. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find Silva's house, kannst du Freunde spielen? Right off our backs. Well, online? Long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. Schön mit dem Morsecode. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next. Whoa there. You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the Hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. You heard him. Move it! Ouch. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. We'll have to look for another way back. Da ist so eine Treppe. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. Juckt niemand, wie du heißt. Aha. Ey, wo ist meine Waffe? Von eben. Durch Rasten bei Misteln werden LP-Regeneration und dein Eco wiedergestellt. Dein Eco-Vorratslimit wird auf normal zurückgesetzt, wenn es durch Talente erhöht war. Über Erwerb Talente. Kannst du deinen Blutcodes enthaltene Talente erwerben? Erhöhe die Talentbeherrschung, indem du Gegenstände benutzt. Achte auf die Segner, sie erwachen zu einem neuen Leben, wenn du am Misteln rastest. Alles klar. Wir rasten mal in der Mistel. Denk mal, Misteln sind Gnaden bzw. Bonfire, ne? Lager, Teleport. Okay. Partner. Oh. Oliver. Ohne. Okay. Tutorial starten und zum Spiel. Titelbildschirm. Stufenaufstieg. Okay. 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 Abfahrt. Let's go. Verlustsplitter ist wahrscheinlich sowas wie eine Seele. Digga. Guck mal, mein Angriff hoch. Was gibt's hier? Junge, fast runtergefallen. Ich dachte, da kann man nicht runterfallen. Wieso wurde ich denn schon? Wer hat mich denn wann angegriffen? What? Was mache ich denn da? Das zieht mir übel Leben ab. Kann ich mich irgendwo heilen? Was ist das für eine Scheißattacke? Heilendes Opfer. Wir wissen, was das macht. Wie heilendes Opfer. Kannst du das nicht ändern, wenn deine Firma abklingen? Braucht deine eigene LP, um die LP vom Glenn zu regieren. Wieso habe ich den Scheiß? Mach den weg, den braucht niemand. Scheiße, zweimal umsonst eingesetzt. Kann ich mich heilen? Ah ja. Kann ich schnell laufen? LP-Schätzregel, das weiß ich ja schon. Spielt sich ganz gut, muss ich sagen. Echt flüssig und gut. Schwere Axt, die ist bestimmt stärker. Let's go, die ist viel stärker. Aber bestimmt auch sehr. Also. Which way do you think is better? Falsch. Ich hoffe, man kann auch noch schnell laufen, weil irgendwie laufe ich so lahm. Wow, ja, das ist viel besser. Als die Röhre, die ich hatte. Low on healing. Wanna go back? You see that too?
steht meine Ankor? Links. Ankor? Hieß das Ankor? Seelen 500. Königsniesen. Guck mal, der kann ich auch schon einsetzen. Geschick hoch, Verstand hoch. Ich hätte gern Angriff hoch. Die Karte ist auch richtig nutzlos oben, ne? Oben rechts. Hat er mich nicht eben gefragt, welchen Weg ich gehen möchte? Da würde ich gerne nochmal zurück. Also ich hoffe, man kann noch später schneller laufen. Wahrscheinlich, ich weiß, bei Bewegungsgeschwindigkeit stand eben schnell und langsam und so. Hier war das, ne? Hier lang. Hier von Dunst. Dreckiger Two-Hit. Gefällt mir. Oh, die kann man sogar kaputt machen. E-Core-Konzentrat. Deine Fokusleiste füllt sich, wenn du getroffen wirst oder Angriffen ausweichst. Sie ist voll, ist sie voll, ist die Ausdauer aufgefrischt und du bist fokussiert. Du gerätst selten ins Wanken und kannst Gegner... Kannst du dann rausführen? Okay. Es nervt mich, ja, zwei Sachen nerven mich aktuell übertrieben. Die Range, ich muss voll nah an die ran. Und ich kann halt nicht schnell zu denen hinspringen, hinrennen. Ich laufe halt, wie lange ich da, langsam ich mal dahin laufe. Als würde ich in Zeitlupe zu denen laufen. Bayonett, das habe ich auf jeden Fall. Schön auf Entfernung, da sehe ich mich. Und Bayonett geht doch auf Geschick. Dann gehe ich einfach auf Geschick hier. Geschick auf B plus Abfahrt. Aber ich. Bin ich auch. Bin ich schneller? Be ready for anything. Yeah, I'm fine. Really? Königinnen Eisen. Hört ein ausgekauftes Geschoss ab. How are you doing? That girl, she's your friend, right? Bewegliche Leere. Sprint in Nebelform vor. Was habe ich denn da gerade was ist das? Erhöht maximale LP, sehe ich. Ja, das ist cool. Ist das mich? Na, leere Einheit, Vlog. Okay, da gucke ich später nochmal rein, wenn ich ein bisschen noch was habe. Ey, ich musste schon meine letzte Heilung nehmen. Was redet der? Ich I think we should go back. Lass mich. Die Breitschwert der Verlorenen. Kann er auch Waffen wechseln? Ach komm, hier ging's noch weiter, Lul. Vergilbtes, mir fehlt ein bisschen, dass mir gesagt wird, was das ist. Was kann ich mit vergilbtes Buch? Hm. Oh Gott. Schön. Geh doch mal hin, du Sack. Antike Münze. Also flink und auf Entfernung finde ich viel besser als dieser komische Hammer. Der gar keine... Erwecker MJ018. Was ist das?
Was ist das? Inventar. Das hier. Fähigkeiten einem Blutgott perfekt werden. Das ist Schmiedematerial. Okay. Gecheckt. Ist das? Wenn du auf deinen Erkundungen Miasma in der Gegend neutralisierst, kannst du eine Karte der Umgebung anlegen. Miasma lässt sich wie folgt neutralisieren. Aktiviere einen Mistel, läute eine fauligen Mistel, besiege den Verlorenen. Besiegen der Verlorenen, die von einer fauligen Mistel infiziert wurden. Karte. Ah, jetzt macht die Karte auch Sinn. Okay. Okay, gecheckt. Und jetzt ist das eine normale Mistel? Nee, ist nicht. Na, ich würde gern mal... Ja, okay. Ich würde gerne eine Mistel finden, weil keine Heilung mehr. Kann man denn auch irgendwie Karte öffnen? In groß. Das wäre noch gut. Da! Oh, nee, war keine. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? Wer greift denn an? Abgestochen. That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Ja, komm, hopp. Hopp, hopp, hopp. Chemisches Licht. Ah, die Range. Ach, guck mal, die Range ist aber auch nicht so krass lang. Plus 2. Während der Gegner angreift. Okay, ich kann auch Parade machen. Das. Oh Gott. Ist im Angriff hinter dem Feind, hinter dem Gegner Angriff von hinten. Mal schön von hinten. Hehe. Der ist auf jeden Fall schon mal flinker. Gefällt mir. Was hat der denn da? Gar nichts. Oh Mann, ich hätte voll gern mal eine Mistel. Das ist ein Item. Das ist cool, dass Items auf der Karte gezeigt werden. Wecker. Und ich würde echt gerne schnell laufen. Du Kacke. Würde gerne mal paraden. Ey, ich hab voll Parade gerückt, ich schwör's. Oh yes, ist nicht so schwer bei den Anfangsgegnern hier. Übel easy. Schade, dass mich das nicht heilt. Aber es gibt Eco, das ist gut. Ich habe überhaupt noch gar nicht gelesen, wie ich ihn besiege. Ah, Konter ist gut. Konter killt die One-Hit. Ich hätte gerne Heilung. Dolch. 5-mal. Ich will aber jetzt nicht komplett zurücklatschen. Ob es hier nicht irgendwo eine Mistel gibt. Da
aus, Assi. Bei dem weiß ich gar nicht, was sie machen. Das war Assi. Toll, habe ich irgendwas zum Heilen? Inventar. Ikor, Dolch. Bringt sich Mülltein jetzt wieder. Nicht wirklich. Oh doch, da war noch eine Sache. Was ist das hier? Gefährt 100 Dunst. Ey, ich glaube echt, ich gehe zurück. Ich habe keinen Bock zu sterben hier. 2000 habe ich. Ich glaube, das ist schon gut. Das sind zwei Level. Auch wenn das ein langer Weg ist und ich nicht schnell laufen kann. Ach Gott, das ist noch ein Gegner. Ist ganz cool, dass auf der Karte angezeigt wird, wo ich langgelatscht bin. Kann ich den... Komm, hier unten ist eine Truhe. Komme ich dann wieder hoch? Königliches Schwert? Oh, oh, jetzt muss ich bestimmt noch an den Gegner vorbei. Du Kacke. Ganz auf sicher. Ich habe gar. Ich habe zwei E-Core. Ach, ein Gegner killen gibt auch E-Core. Sag mal, halt der mich nicht vielleicht? Komm, tu mal was Gutes. Schade. Ich bin auf jeden Fall One-Hit. Wieso kann ich mich nicht hier heilen? Was. Oh, ist die Abkürzung vielleicht? Bin hier gar nicht runter. Ah ne, noch eine Truhe. Hier ist Abkürzung. Let's go. Alles richtig gemacht. So, leveln. Stufenaufstieg. Was machen wir denn? Achso, ich kann einfach nur eine Stufe aufsteigen. Ich kann nichts auswählen. Das gibt pro Stufe 25 Leben, ein Ausdauer. Okay. Okay. Talente. Ach, guck mal, hier habe ich noch. Hä? Beherrschung maximieren. Freischalten. Brauch Erwecker-MGOs dreimal. Ich habe zwei. Okay, verstehe. Ich kann das dann auch noch leveln. Gecheckt. Okay, Abfahrt. Und Gegner kommen jetzt ja auch überall neu, ne? Das ist echt cool, dass auf der Karte alles angezeigt wird. Das gefällt mir. What the fuck? Was passiert denn da? Du hast den ja komplett aus dem Leben genommen. Chill mal. Der Dicke ist mir egal erstmal. Den habe ich ja schon gekillt. Da, wieso sind jetzt hier auf einmal drei? Ja, let's go. Geile Animation. Aber ich habe keinen Bock bei jedem Ding jetzt diese Animation zu sehen. Talent Schallfall gemeistert. Talent bewegliche Leere gemeistert. Talent Ausdauerschub gemeistert. So nämlich. Mist, das mit dem Kontern ist nicht so einfach. Also das will ich auf jeden Fall gar nicht haben. Ich habe hier Sachen gemeistert. Was ist das denn hier? Lebensschub, Ausdauerschub.
Passiv. Okay, es gibt passive Sachen auch. Natürlich. Breitschwert. Bin schon stärker, ne? Also man merkt auf jeden Fall, dass man stärker wird. Das gefällt mir auch. Und noch so ein Erwecker. Da könnte ich jetzt Ausdauer oder Lebensschub schon erhöhen. Ey, ich wollte hier, genau. Ich kann ja jetzt auch so ein königliches. Junge. Plus 33 Gewicht. Aber ist halt auch überall stärker, ne? Schmettern. Ich nehme das mal. Ich will den damit immer angreifen. Schlüssige Dreier-Kombo. Oh, oh, oh. Der greift von oben an, der Sack. So. Kommt der andere runter, oder? Den konter... Konter ich nicht weg. Regen-Erweiterungsfaktor. Geht das hier rein vielleicht? Medizin, die Anzahl der möglichen Einsätze von Regeneration dauerhaft erhöht. Setz ein. Von Regen dauerhaft erhöht. 4. Cool. Jetzt habe ich 4 Stück. Da ist eine Truhe, will ich die haben? Ich konter den einfach. Ich konter den einfach weg. Oh, hier ist, was ist das? Beim Rasten einer Nistel kannst du Dunst... Hier wäre eine Nistel gewesen. Ich hätte einfach nur hier langlaufen müssen. Aber erstmal kill ich den. Oder muss ich mich dran setzen, damit ich hier wieder... Ich setze mich auch dran. Ich kann auch leveln. Zack. Der Dunst belebt deine Körperzellen und verbessert deine Kampffähigkeiten. Okay. Und jetzt kann ich eins hiervon Ausdauer. Ne, hier. Oder wo bin ich nochmal hingegangen? War das nicht hier? Zack. Ach, guck mal, das hier könnte ich auch erlernen mit Dunst. Giftzeichen, Beutesucher. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich konnte das irgendwie erhöhen. War da nicht irgendwie ein Dreieck eben? Komisch. Was hier? Was hier? Siegegegner. Komisch. Okay, den konter ich jetzt. Der sieht zwar krass aus. Der leuchtet rot. Aber ich konter dich. Komm ran. Gut gekontert. Okay, den Tritt kann ich, glaube ich, nicht kontern. Tot. So, macht er auch seinen Fuß und nicht einfach seine scheiß Waffe? Okay, Ladezeiten sind aber vollkommen okay. Kann ich mein Zeug da unten wieder einsammeln? Es nervt mich echt, dass ich nicht schnell laufen kann. Ich habe nichts zu bemängeln, aber das nervt. Lol. Ey, kriege ich jetzt nicht seine Dingesums? Er ist runtergefallen, er ist tot. Königlicher Schlechterdorn. Da sehe ich mich. Ah, D auf Stärke. Blaue Hunde. Sieht auch cool aus. Wie sieht der aus? Oh, der sieht schon cool aus. Der macht mich halt schwächer. Der wird mir... Der wäre besser. Oder ist der besser? Physisch? Da steht es ja. Entzugsangriff. Wo steht mein normaler Angriff, Mann? Basis, Skalierung, Anzeige wechseln. Ah, da.
Da steht's doch. Das macht gar nichts an meinem Angriff. Das ist scheißegal für einen Angriff. Ich nehme einfach den, weil es cool aussieht. Ich gehe einfach auf Fashion. Keine Ahnung. Nerv mich. Hat der Seelen gegeben? Ich habe es nicht gesehen. Da ist ein Item. Bestimmt kann ich schon die ganze Zeit schneller laufen. Ich weiß nur nicht wie. Kreis gedrückt halten auf jeden Fall nicht. Oh, wer bist du? Ey, bist du kein Gegner? Ich kann dich nicht anvisieren. Ich hätte dich fast angegriffen. Fellow explorer, it appears you're alone. I'm on my own at the moment too, but I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together, at least until we're through here? Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Thanks a lot. I'm glad to work with you. Fremdling. Hoch oder runter, Fremdling? Oh, ich hasse zwei Wege. Oh, guck mal. Da ist auf jeden Fall ein fetter Gegner. Hier sind mehrere fette Gegner. Ja, oh ja. Kill ihn. Schön. Wieso ich? Der greift dich übel an, du reißt mich an, du Scheißvieh. Der geht da übel auf mich, der Penner. Alter, die Musik geht aber ab, ne? Die Musik flippt ja voll aus. Alter, ist der auf mich gegangen. Unerwartet auch. Werkzeug. Also da hinten ist noch eine Treppe. Also da ist noch eine Treppe. Wie komme ich denn? Ah, ich gehe mal die Treppe. Bin echt gespannt, wie der erste Boss ist. Souls-mäßig müsste der eigentlich mal langsam... Ach, das ist nur der gleiche Weg wie gerade. Souls-mäßig müsste der mal so langsam kommen. Der Katzenmädchen-Tanz. Okay. Could that really be? Kann ich noch ein Level machen? Let's go. Could you fill me in on the details later? We're not far from the surface now.
königliches Schlachterklinge. Schlitzklinge. Schlangenklinge. Schlossklinge. Guck mal, ist noch ein Item. Ach du Kacke, ja, kill ihn, kill ihn. Ich helfe. Ja. Was hat der für eine Range? Braucht die Waffe. Ha, besiegt. 151 gibt er. Ich kann schon wieder einen Leveler machen. Komm raus hier aus dem Laden. Oh, der ultimative Test. Sie haben's. Incline Dingsbums. Dass der Fuß sich richtig ausdingst. Je nach Treppe. Sehr großer Pluspunkt für mich. Allgemein, also dafür, dass PS4-Game ist und schon 3 Jahre alt ist. Ich meine, das ist jetzt hier kein Open World oder so, sondern alles sehr kleine, beengte Räume bisher, Gänge. Aber mir gefällt der Arsenal, mir gefällt, also die Performance ist super. Gefällt mir gut. Auf der technischen Seite. Kill ihn, kill ihn. Fremdling. Alter, der geht übel ab. Ich brauche seine Waffe. Habt ihr gesehen, wie er draufgegangen ist? Boah, ich würde so gern hinspringen. Oh, Junge. Hinsprinten und dem direkt so angreifen. Das fehlt mir voll, dass ich nicht hinsprinten kann. Bestimmt kann man sprinten, aber ich hab's überlesen. Also es ist nicht Kreis gedrückt halten. Ist vielleicht X gedrückt halten? Ah ne, macht er ja das hier. Ich weiß es nicht. L1 ist Schutz. R1 ist... R1. Es ist R1, Leute. R1 kann man schnell laufen. Nach 50 Minuten herausgefunden. Man kann auf R1, mit R1 kann man schnell laufen, Leute. Merkt euch das. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwas? Nee. R1 läuft man schnell. Und das hier sieht aus wie Boss. Okay. Once someone is lost, they can never come back. Cast aside your doubt. Den mach ich fertig. First try. Ich lasse einfach den Fremdling die ganze Zeit kämpfen. Ach guck mal, ist das nicht unser Kollege von eben? Toll, hätte ich ja mal gekillt, ey. Mach ihn fertig. Oh, ich hab voll Bock, den zu kontern. Oh, yes. Oh, yes. Ah, jetzt gehst du auf den. Er checkt, der hat gegen mich keine Chance. Bin eine Kontermaschine. Oh. Oh, nicht gekontert. Ach du Scheiße. Oha, zweite Form. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch kontern kann. Au! Eine Heilung noch, aber guck mal, der macht den auch fertig, ne?
Tschö. Wie viel gibt der? 2500. Oliver Collins. Ich find's geil bisher. Bin hooked. Weil es nämlich genau diese Mischung ist von nicht zu schwer und nicht zu einfach. Es ist nicht einfach wie ein Mario-Game, aber auch nicht schwer wie jetzt ein Neo. Nicht gut. Vor allem, wenn man am Anfang direkt zwei Mitbestreiter da hat. Das ist schon ganz cool. Ist echt einsteigerfreundlich. Ein bisschen kompliziert am Anfang mit den ganzen Menüs und so. Da wird ein bisschen zu viel erklärt. Aber sonst super. Kann ich das aufnehmen? Wait, what are you? Let go! It'll swallow you up! It's all right. You can do it. Er hat mich vorhin die Szene bei Guardians of the Galaxy. What the hell? Ja, Neo 2, nicht Neo 1. Ich weiß ja, Neo 1 soll doch einfach sein. Ist ja auch nur subjektives Empfinden, Leute. Was geht jetzt ab? Ich will leveln. Ich habe 5000. Es ist so ein bisschen Mischung aus aus einer Novel, habe ich das Gefühl, und Souls. Da kommt was. Weil jetzt zum Beispiel kann ich wieder nur langsam laufen. Es ist eher ein Story-Game, glaube ich, als so ein richtiges Souls-Game. Da gibt es so ein extra so playable Novel. Weiß ich denn? Irgendwas Novel. Bin ich so ein Fan davon, muss ich sagen. Vor allem finde ich bisher die Story auch nicht so gut. Bisher nervt es mich eher mit der Story, vor allem weil es auch so viel und aufdringlich ist. Ich kann es hier. Oh, ich könnte es überspringen. Okay, ich nehme alles zurück. Aber hier für YouTube werde ich es auf jeden Fall nicht überspringen. Aber es ist möglich. This is a memory echo. It's a place where lost recollections still wander. Come, let's move on. If you use that stairway, I believe. Is this the past of one of the lost? No. Okay. What the hell was that? It was a memory carved into that vestige by the one who left it behind. I didn't expect that I'd get dragged into it too. We both melted into you. I can't believe this. What a power. Come with me. I know a spot where we can rest. I'm Louis. I'm researching blood beads. Nice to meet you.
Berserker-Überrestkern. Erhöht Stärke und Beständigkeit. Ikor-Mangel lässt sich mit schwerer Rüstung ausgleichen. Da gibt es bestimmt auch übertrieben viele Builds und so, was man machen kann, wie man spielen kann. Ich will auf jeden Fall so ein schneller, flinker Typ sein. Also diese langsamen Sachen haben mir nicht gut gefallen. Ugly, isn't it? The red mist showed up a short time after the queen was defeated. Für eine Königin. And when it did, it trapped everyone and everything inside, giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. The Jail of the Mists. As time passed, that was the name people gave to the world inside. Ich mache unten auf jeden Fall wieder Kapitel rein. Für Leute, die nicht die Story sich angucken wollen. Hast du gerade nachgeladen? Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Wieso sind wir eigentlich so stumm? You forgotten? Die Synchro ist auch eher so semi, ne? Bisher. That's unusual. Losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. For now, just take it easy. Make yourself at home. Okay, das wird hier sozusagen unser Hut sein. Ja, die Basis. Erstmal Items klauen. Verzaubertes Magazin. Vamps in the cell. Oh ja. Am Rand der Karte steht das was. Okay. Ey, hier sind noch mehr Leute. Ach, come on. Wieso haben die denn alle... You're an unfamiliar face. Has Louis stuck his head into another pot of trouble? Zieh mal was an, Mädel. Well, it's none of my business, really. Anyway, I'm Coco, a merchant by trade. Coco. Stop by if you need anything. Was? Sorry, but... Ja. Sie macht Inventur. Wo macht ihr denn Inventur in dem Drecksladen hier? Komm, naja, hört man von mir gut. All Revenants carry some secret with them. Inventur. Don't do anything funny. Okay, was kannst du? Du kannst gar nichts. Eine Bar. Nice to meet you. If Louis brought you, I'm Rin Murasame. I provide the back. I've got my own reasons for. Okay, Waffen. I'll take care of all your. Ja. I'm really sorry. I should be able to upgrade your weaponry once you and come and talk. Okay, ich muss erstmal mit Louis nochmal sprechen. Die wollen allen mir nicht helfen. Ich mache erstmal hier die. An der Mistel ausruhen, leveln. Ich habe 3700. Obwohl, warte mal, ich kann doch hier Talente auch erwerben. Oh, was ist das? Aha! Das ist jetzt nochmal hier so ein anderes Ding. Maximales Gewicht plus 180. Weniger Leben, weniger Ausdauer, weniger E-Core. Nur 10 E-Core ist schon hart wenig. Angriff runter, Beweglichkeit normal. Ich kann halt übel schwere Sachen tragen, ne? Gewicht 250 ist bestimmt krass. Ich habe 70. Aber wir bleiben ja auch flink. So, aber ich kann doch jetzt hier leveln. Bei Mistel ausruhen. Erwirb Talente.
Da ist sogar so ein Stern dran. Ich könnte das jetzt hier erlernen. Gegenstände mit einem gewissen Radius. Ich schaffe Hüfteffekten aus, wird hier raus beim Blocken, während du fokussiert bist. Brauche ich alles nicht. Ich würde das gerne leveln. Bin mir sicher, da stand doch eben irgendein Geschenke. Wieso habe ich keine Geschenke? Okay, leveln wir einfach stumpf. Abfahrt. Sonst, das ist irgendwas, ein Item? Was ist das? Was war das? Hier, was? Training beenden? Ah, ich kann hier dann trainieren. Okay, verstehe. Okay. Das ist die Basis. Ich würde die Folge hier beenden, Leute. Wenn euch das Game auch gefällt, bei PS Plus gibt es das gerade umsonst bis zum 4. April noch. Ich denke, das Video kommt am 2. April raus. Da ist noch 2 Tage Zeit, euch das umsonst zu holen mit PlayStation Plus. Lasst gerne ein Like auf dem Video da und ein Follow auf dem Kanal. Vielleicht mache ich nochmal eine Folge. Mir gefällt das Game nicht bis hierhin ziemlich gut, muss ich sagen. Und würde gerne wissen, wie es weitergeht. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.